Willkommen zurück zu Runde 1 des WWE 2K16 Turniers. Heute haben wir die zweiten Matches der ersten Runde, nachdem wir bereits gesehen haben, wie Shayna gegen Timothy verloren hat. Andersrum, Timothy gegen Shayna verloren hat und Seppel sich den ersten Sieg in Gruppe B sichern konnte gegen Lazarus Phoenix. Haben wir heute auf dem Programm Gianna Brother vs. Shinji Schneider und Ozzy LP vs. Grazuk. Wir fangen auch direkt an und gehen in Game und werden uns das erste Match hier jetzt zusammenbasteln, nämlich Gianna Brother vs. Shinji. Diesmal auch dran denken, dass ich mich auf KI stelle. Gianna Brother ist there. Und dann haben wir Shinji Schneider. Ach so, da ist er. Dann müssen wir noch ein bisschen das wieder unseren Ring aussuchen, nämlich King of the Ring. Das passt sehr schön. Schwung ist normal, Einzug ist ein, denn wir wollen den Einzug unserer beiden Kombatanten sehen, die ich wie immer selbst gemacht habe, genau wie die Kämpfe auch. Ja, Gianna Brother vs. Shinji ist ja eine Fehde, die schon seit einiger Zeit läuft. Da gab es ja zwei Videos und leider wurde aus dem Match nie was, denn 2K hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir waren mitten am Aufnehmen und dann hat das Spiel gesagt, nö. Ja, hier kommt Gianna Brother zu Kofi Kladi. Passender kann es eigentlich nicht sein. Trägt hier seinen schicken Vinylmantel. Ziemlich confident, der Gute. Mal gucken, ob er diese Konfidenz auch in den Ring bringen kann. Und ob er Shinji Schneider zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat. Wir werden sehen. Erstmal ein bisschen Feuerwerk hier. Wahrscheinlich werde ich die Musik fast ganz ausmachen müssen hier. Gerade bei Kofi Kladi ist das so ein bisschen schwierig. Ja, ziemlich arrogant, der gute Gianna Brother. Aber er hat natürlich auch jedes Recht dazu. Bisher eigentlich fast alles, was an wichtigen Matches war, gewonnen. Und entsprechend, naja, er hat mal gegen Grazuk verloren. Ich glaube sogar zweimal. Aber trotzdem immer noch eine echte Dampframme im Ring. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist Fakt. Und lässt sich hier Zeit, zum Ring zu gehen? Was macht er denn da? Ja, hat natürlich, so arrogant und egoistisch wie er ist, sein Konterfei auf dem Shirt. Und steigt hier jetzt langsam, wirklich sehr langsam in den Ring. Was er da für ein Theater auch macht. Lässt sich hier feiern. Nicht der beliebteste Star im WWE-Ring, aber durchaus eine Nummer, mit der man rechnen muss. Also der ist hier definitiv einer der Favoriten in diesem Turnier. So viel kann man schon ziemlich sicher sagen. Aber auch Shinji Schneider, der in New Japan Pro Wrestling lange, lange den Titel hielt. Lange da Meister und Champion war. Hier kommt er mit selbstgesungenem Intro. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Gerade in der WWE immer noch etwas, was eher selten ist. Mit seiner üblichen Comedy-Kleidung. Ich bin mal ein bisschen still, damit ihr was von der Musik mitbekommt. Da wird mich nämlich der Eigentümer nicht verklagen, hoffe ich. Ja, die beiden, also es wird ein spannendes Match. Sehr atmosphärischer Einzug. Leider hier dann auch der Sprung, weil das Spiel irgendwie das nicht rafft mit den Videos. Ich habe mein Bestes getan, mehr kann ich auch nicht tun. Ja, nochmal aufwärmen, bevor es dann eröffnet ist und los geht's. Die beiden haben sich schon öfter im Ring getroffen, kennen sich, wissen, wie man mit dem anderen umgehen kann. Und das könnte definitiv eine sehr ausgeglichene Partie werden. Denn beide wissen, wie man mit dem jeweils anderen umgeht und wie man mit ihm im Ring stehen muss. Hier ist Shinji mit brutalen, harten, langen Schlägen. Schöner Back-Suplex.
Ab auf die Matte mit Gianna Brother, aber ja, die haben noch eine Rechnung offen, wie gesagt. Die haben sich jeweils zu einem Match herausgefordert, aber es gab eben dieses Match nicht. Heute Abend so quasi die Fortsetzung. Aber hier schöner Corkscrew Elbow, aber Gianna Brother kontert den und wirft jetzt hier selbst mit Aktionen um sich. Das kann definitiv ein wirklich interessantes Match werden. Verspricht auf dem Papier auf jeden Fall eines der besseren Matches, die wir hier in diesem Turnier sehen werden. Spannend wird natürlich werden, wer in dieser Gruppe weiterkommt, denn da sind ja alle 8 Kombatanten wirklich sehr interessant und sehr spannend. Wir werden sehen, wer da weiterkommt. Es wurde auch definitiv komplett ausgelost, wie die Gruppenzusammensetzungen sind, wie die Matches ablaufen, alles komplett ausgelost. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ist aber so. Und hier ein schöner Combat Roll auf Shinji. Im Moment ein bisschen Gianna Brother die Vorderhand, aber hier schon auch der Chinbreaker von Shinji, der jetzt wieder mit Schlägen um sich wirft. Aber Cut, das tut weh. Gerade von so einem großen Mann wie Shinji es ist. Wird hier schon gepinnt? Nein, da wird voll auf die Matte geslammt. Kein Problem. Und jetzt hier. Ja, Shinji hat definitiv einiges zu beweisen, denn er hat ja den Titel in Japan, in meinem Universe-Modus, nur so nebenbei, gegen Shayna verloren und muss jetzt eben beweisen, dass er es trotzdem noch drauf hat, dass ihn dieser Verlust des Titels nicht völlig aus der Bahn geworfen hat, sondern dass er auch immer noch fähig ist, Matches zu gewinnen. Gianna Brother dagegen, ja, nachdem er gegen Grasuk verloren hat, hier erst zu pinnen, aber das wird mir nicht reichen. Nachdem er gegen Grasuk verloren hat, auch in der ganzen Versus-Geschichte, in dem ganzen Konflikt, muss hier natürlich definitiv ein bisschen was beweisen. Genauso wie Shinji eben auch. Also dementsprechend, beide werden wahrscheinlich ziemlich bis zum Ende gehen und ja, sich nicht ja, so schnell pinnen oder zur Aufgabe zwingen lassen. Ja, Konter von Gianna Brother hier, der sogar zweimal seinen Konterfei auf sich hat. Oh, heftiger Kick in die Mitte. Und dann ein... Was wird das denn? Interessante Aktion von Gianna Brother, der das alles mit einer Leichtigkeit macht. Oh, und super Kick. War es das schon? Nein, Shinji ist da noch nicht so weit, dass er aufgibt. Natürlich nicht, wie gesagt. Beide sind ziemlich sicher, dass sie... gewinnen wollen und gewinnen werden. Dementsprechend wird es nicht so schnell enden, denke ich, das Match. Das könnte eine ganze Weile dauern. Ja, ein schöner Chop und nochmal ein Superkick. Und jetzt wird hier der King of Swing ausgepackt. Das könnte natürlich gefährlich werden, denn diese Aktion bringt einen den Gegner wirklich völlig außer Bahn. Macht einen doch schon so schwindelig und gleichzeitig irgendwie so dizzy im Kopf, dass man eigentlich schon erwarten kann, dass jemand danach liegen bleibt. Da wird auch ein Pin-Versuch kommen. Ja, da ist er auch schon. Aber ob das hier reicht schon gegen Shinji? Nein, Shinji kommt noch raus. Bei 2, aber definitiv angeschlagen. Diese Aktion hat ihre Spuren hinterlassen. Definitiv. Und jetzt ist Shinji in der Zeigepflicht. Wenn er hier jetzt weiter so im Hintertreffen bleibt, dann wird das Match tatsächlich für Gianna Brother ausgehen. Mal sehen, was passiert. Ja, im Moment auf jeden Fall Gianna Brother immer noch am Zug. Shinji irgendwie wirklich sehr angeschlagen gerade. Aber wir haben ja in den beiden letzten Matches schon gesehen, das heißt nicht viel. Er kann sich schnell drehen. Das Bloodbag Suplex hier von Gianna Brother hebt Shinji auf. Nein, Shinji kontert mit einem schönen in eingedrehten... Ja, und schickt da Gianna Brother auf die Matte. Shinji feiert sich jetzt ein bisschen, holt ein bisschen Verstärkung aus dem Publikum. Und hier gibt es eine schöne Kombination von Shoulderblocks und ab auf die Matte. Der große John Cena hier als Vorbild offensichtlich. Und jetzt, nein, Konter. Gianna Brother lässt sich da nicht so beeindrucken. Die 5 Moves of Doom, die hier gerade ausgepackt wurden. Und nochmal Superkick. Shinji hat auch scheinbar so ungünstig den Schuh gefressen, dass ihm die Stirn aufgeplatzt ist. Jetzt hier Cover. 1, 2. Nein, gerade nochmal rausgekommen. Aber Shinji jetzt wirklich langsam aber sicher in der Position, wo er langsam aber sicher aufwachen muss. Wenn er hier jetzt nicht noch das Match irgendwie anfängt zu drehen, und das versucht er auch gleich. 2 harte Schläge, dann Chop. Und jetzt hier ein
ja, eingedrehter Springboard Elbow. Das ist schon eine Aktion, da kann man schon nicht meckern. Aber Gianna Brother ist hier immer noch nicht angeschlagen genug, um sich davon beeindrucken zu lassen. Shinji dagegen liegt jetzt erstmal. Rappelt sich gerade so auf. Da gibt es wieder einen Schlag auf den Rücken. Also Shinji jetzt wirklich ein Bedrängnis. Wenn das so weitergeht, dann geht das nicht mehr lange. Dann hat Shinji sein erstes Match verloren und Gianna Brother hat bewiesen, dass er eine Hausnummer ist, mit der man rechnen muss. Hier gibt's eine Powerbomb oder was wird das? Lässt sich hier viel Zeit. Oh, Massenbuzzer. Zwei, drei. Nee, nein, das waren nur zwei. Ich dachte, das wäre schon die drei gewesen. Nein, das waren nur zwei. Shinji kommt hier nochmal raus, obwohl das schon ein echt unbequemer Pin war. Gianna Brother jetzt wieder mit Shinji auf der Schulter und oh, das, oh, und dann noch hinterhergelegt. Also jetzt ist Shinji wirklich im Bedrängnis. Langsam aber sicher muss das hier vorbeigehen, aber Gianna Brother geht hier in die Ecke, scheint hier was zu planen. Was wird das? Wird das der Sofa-Kick? Ah, aber Shinji kann es auskontern. Shinji hat es mitgekriegt, Shinji ist noch wach, Shinji ist noch Match, das hätte das Ende sein können, aber Shinji kontert. Schnappt sich hier jetzt Gianna Brother, rammt ihn in die Ringecke. Jawohl, aber volles mit gegen den Pfosten. Gianna Brother ist jetzt scheinbar doch überrascht, dass Shinji noch so viel Kampf in sich hat. Gibt's auch den Boot ins Gesicht, an den Hals. Gianna Brother jetzt doch nochmal in Bedrängnis. Shinji guckt da, oh Gott, ich blute ja wirklich wie eine abgestochene Sau. Aber trotzdem scheinbar wieder auf den Beinen, wieder wach. Lässt sich hier jetzt gerade nicht besonders beeindrucken und tritt erstmal wieder um sich. Aber Gianna Brother ist natürlich noch lange nicht vorbei. Aber Shinji hat jetzt wieder den Kampf für sich entdeckt. Also dreht hier nochmal alles um. Versucht hier nochmal alles, um das Match doch noch auf seine Seite bringen zu können. Hier ein schöner Armlock. Armlock-Headlock-Kombination. Wird das ein Aufgabeversuch? Nee, das ist eher ein Versuch, Gianna Brother ein bisschen die Luft zu rauben. Um ihn hier ein bisschen, ja, ein bisschen aufzuhalten und ein bisschen den Kampf weiter zu drehen. Aber Gianna Brother kommt da raus, ist aber offensichtlich angeschlagen. Oh, Big Boot. Das kann es gewesen sein. Der kam aus dem Nichts. Eins, zwei, drei. Das war's. Puh, was für ein Match. Das war, ja, ein interessantes Ende. Da war Gianna Brother kurz echt in Bedrängnis, aber hat dann doch gezeigt, die Dominanz des Matches, die er die ganze Zeit gezeigt hat, lässt er sich jetzt auch nicht mehr nehmen. Und hat dann mit einem Big Boot, der vielleicht nicht impressive aussieht, aber definitiv wehtut, wenn man da so, gerade wenn man schon so stark angeschlagen ist, wie Shinji da war. Das war dann wahrscheinlich einfach ein Tritt zu viel. Und ja, damit Sieger. Und damit auch Mitsieger mit Shayna. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Match zwischen Shayna und Gianna Brother. Kommt aber leider erst in Runde 3. Da werden wir dann wahrscheinlich den Gruppensieger sehen. Aber wir werden sehen. Noch ist nicht aller Abend Tage, andersrum. Noch ist nicht aller Tage Abend. Noch kann sich das ganze System hier drehen. Noch können alle Beteiligten weiterkommen. Ein Verlust heißt noch lange nicht, dass man raus ist. Hier hätte es eigentlich schon vorbei sein können mit dem Massenbusters. Aber hier kommt dann die Szene, wo es dann wirklich auch zum Ende ging. Gianna Brother nochmal in Bedrängnis, kann sich aber hier wirklich gut rauskämpfen. Und dann sehen wir nichts, weil das Schild im Weg ist. Ja, toll. Danke, Kamera. Super gemacht. Aber das war dann der Pin. Und damit war das Match vorbei. Ja, damit ein Sieg auf dem Konto von Gianna Brother. Der hier auch ein bisschen irgendwie, ja, verpiss dich, mein Ring, ich habe gewonnen. Wie gesagt, sehr arrogant, der Gute. Aber hat natürlich auch jedes Recht, arrogant zu sein, denn er hat gewonnen. Ja, als nächstes sehen wir die beiden nächsten Kombatanten. Da bin ich sehr gespannt, wie das Match wird. Oh, jetzt habe ich hier mich völlig verklickt. So, und zwar haben wir Grazuk, den großen, bösen, starken Mann von Sofa Blocks gegen Ozzy LP. Und auch hier darf man wirklich sehr gespannt sein, was in dem Match passiert. Aber vorher gucken wir uns erstmal die Einzüge der beiden an. Ja, mal sehen. Also beide durchaus auch, ja, durchaus welche, die was zeigen können. Und hier haben wir das Duell der Metal-Fans, kann man so sagen.
beide in den tiefsten Tiefen des Metals unterwegs. Entsprechend Grazuk auch mit Panflöten-Metal aus Peru. Ja, das habe ich ausgesucht, weil ich fand's lustig. Aber Grazuk hier, auch der erfahrene Mann, der schon einige Jahre im Ring steht und schon einige Matches gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass er hier zum Siegen fähig ist, während OZLP das erste Mal im Ring steht und verspricht eine spannende Partie zu werden und ein spannendes Match zu werden. Kann sein, dass wir hier eine Überraschung erleben und den Newcomer aus der LPL Sieger aus dem Match gehen sehen. Aber Grazuk hat schon im Vorfeld gesagt, nee, keine Chance, ihr kriegt hier gar nichts. Ihr werdet hier, der wird hier weinend nach Hause fahren, nachdem ich ihm ordentlich gezeigt habe, wo der Frosch die Locken hat. Und aus der LP ist da durchaus auch beeindruckt gewesen, aber er hat gesagt, was auch immer passiert, ich werde kämpfen, bis ich nicht mehr kann, bis es vorbei ist. Bis zum bitteren Ende. Egal wie. Und wenn ich hinterher nicht mehr laufen kann, ist mir egal. Ich gebe in jedem Match 130%, wenn es sein muss. Da geht das Licht aus und da kommt er. Da kommt er. Also LP. Durchaus nervös für sein Debüt, dass er gleich hier in so einem harten Match sein Debüt zeigen muss gegen so einen harten Gegner, aber ich zeig's dem. Das sind die Worte. Ich hab hier Bock und will euch zeigen, dass ich verdient in diesem Turnier bin. Dass ich dann Recht habe, hier in dem Turnier zu sein und dass ich eine Nummer bin, mit der man rechnen muss. Und wenn ich derjenige bin, der hier als Sieger nach Hause fahren muss, um euch zu beweisen, dass ich ein Recht habe, dann ist das eben so. Ja, jeden Moment geht's los. Die beiden sind im Ring angekommen. Legen jetzt noch ihre überflüssige Kleidung ab, kann man sagen. Denn die beiden wollen ja beweglich sein. Und beide auch wieder etwas rauer unterwegs. Also beide durchaus aggressive und brutale Kämpfer. Aber beide auch nur durchaus für ihre Statur interessante Agilität. Erstmal hier einen sehr arroganten Backsuplex. Schlag ins Gesicht als liegenden OZLP, der hier offensichtlich wirklich eine Strafe bekommen soll, dass er überhaupt sich wagt, in den Ring zu steigen. Ah, ordentliche rechte Faust. Hier gibt es echt Boxschläge über Boxschläge. Ja, fast schon mehr ein Boxkampf als ein Wrestling-Match. Oder ja, mehr eine Schlägerei, eine Kneipenschlägerei als alles andere. Ja, immer noch dritte Schläge von Grazuk, der hier echt sagt, du hast hier nichts verloren, fahr einfach wieder nach Hause, dann tust du dir am wenigsten weh. Aber OZLP ist, wie gesagt, der ist heiß, der Junge. Der will zeigen, dass er hier im Grund dazu steht. Interessante Hose übrigens. Dunkelrot Metallic. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Dass es nicht sehr warm wird, naja. Und da fliegt der OZLP auch schon, aber kann kontern. Ja, schöner Move hier. Jetzt auf das Knie, das Grazuk, was natürlich keine dumme Idee ist. Das ist eine der Schwachstellen, die Grazuk hat, nämlich die Beine, denn er arbeitet viel mit denen und wenn die eben nicht mehr so ganz fit sind, weil da ordentlich Tritte und Schläge drauf landen, dann kann das natürlich durchaus passieren, dass Grazuk dann eben Schwierigkeiten hat, aber auch da hat er schon gezeigt, dass er damit leben kann, aber natürlich trotzdem dann nicht mehr seine 100% zeigen kann. Ein bisschen hin und her hier am Anfang. Leichter Vorteil für Grazuk, würde ich sagen, der hier auch schon wieder kontert, aber wie wir schon oft gesehen haben, heißt das nichts. Aber Grazuk natürlich der erfahrene Mann, der mehrfache Champion, der Sieger im Versus gegen Gianna Brother. Der schon wirklich einiges an Erfahrung mitbringt und hier auch wirklich alles auspackt und wirklich eigentlich nichts anderes macht, als außer der LP volles Match zu verprügeln. Aber der ist noch nicht so beeindruckt. Also außer der LP gibt nicht auf, will hier wirklich zeigen, hallo, ich bin zwar der Neue, aber das heißt noch nicht, dass ihr mich behandeln könnt wie Dreck. Wirkt hier erstmal Grazuk, aber das wird noch lange nicht viel bedeuten. Grazuk, der gerade
in der Gegend um seinen Hals und um sein Genick ziemlich viel Kraft vereint. Lässt sich da nicht sonderlich von beeindrucken. Und da gibt es hier auch schon eine Powerbomb, eine Throwaway Powerbomb. Das tut auf jeden Fall weh. Zieht sich hier zurück in die Ecke. Will hier auf jeden Fall einen Move zeigen. Was kommt hier? Was kommt hier? Schleicht sich langsam an. Und BAM! Was für ein Tritt ins Gesicht. Oh mein Gott, das kann es schon gewesen sein. Ich meine, wenn man da so ein riesiges Bein einfach volles Mett ins Gesicht gezogen kriegt, da wäre der eine oder andere von uns definitiv ohnmächtig. Aber so AP, nee, der will nicht aufgeben. Er ist zwar absolut hier gerade im Hintertreffen und kriegt von Grasuk wirklich eine Lehre verpasst, aber das ist noch lange nicht alles, was Osu EP zeigt, was Osu EP fressen kann, bevor er aufgibt. Was kommt jetzt? Was wird hier jetzt passieren? Spear gekontert von Osu EP! Das war auf jeden Fall nicht die klügste Aktion, die Grasuk gezeigt hat. Osu EP weicht einfach aus, zieht das Seil nach unten. Grasuk landet da extrem ungünstig auf dem heilen Boden. Er kann froh sein, dass er nicht noch weitergeflogen ist und in der Absperrung gelandet ist. Steht auch schon wieder und will hier jetzt einen Submission-Move ansetzen, aber das bringt natürlich gar nichts. Außerhalb des Rings gelten keine Pins und keine Submissions. Das ist einfach so. Also LP jetzt hier definitiv mit einem kleinen Comeback. Gibt hier auch erstmal einen Kick gegen den Kopf. Und durch das Kontern, also das Kontern hat ihm wirklich von dem Spear, das hat ihm wirklich geholfen und hat ihm wirklich nochmal ein bisschen Power gegeben. Und hier jetzt eine, ja, das war eigentlich Razor's Edge. Nein, das war nicht Razor's Edge, das war zwei, nein, das reicht nicht. Was, das war, oh Mann, ich komme gerade nicht drauf, wie der Move heißt. Ist auch völlig egal. War auf jeden Fall ein harter Move, der schon andere Matches beendet hat, aber Grasuk natürlich der erfahrene Veteran, der hier einen Fick drauf gibt. Aber definitiv doch jetzt angeschlagen. Doch ein bisschen vielleicht auch überrascht von Ozzys Fähigkeiten. Da hat er vielleicht nicht wirklich mit gerechnet, aber hier Konter in einem schönen DDT hart durchgezogen. Ob das schon reicht für Ozzy LP? Wir haben schon gesehen, dass der Mann nicht gerne auf der Matte liegt und nicht gerne liegen bleiben möchte. Aber hier schon wieder so ein Springboard Neckbreaker. Konter. Also LP ist hier wirklich, er versucht es, aber er kommt nicht so ganz klar mit Grasuks Fähigkeiten. Was kommt hier jetzt? Ein DDT? Nee, gar nichts. Denn Grasuk ist auch hier wieder erfahren genug, um das Ganze auszukontern. Was passiert jetzt? Was sehen wir jetzt für einen Move? Back Suplex, aber mit Authority. Konterversuch, Pin-Versuch von Grasuk, aber reicht das schon? Nee. Also LP ist noch da, ist noch im Match, ist noch nicht ganz am Ende. Ah, jetzt zeigt er hier, wow, da kannst du mich nicht mit beeindrucken mit so einem Kick in den Rücken. Da lache ich drüber. Schnappt sich hier jetzt Grasuk, gibt einen schönen Back-Suplex. Was ist jetzt los? Was kommt jetzt? Hat er hier irgendwie was noch im Ärmel, den er gar nicht hat? Naja, nur kurz zumindest. Am Hals gezogen und nach hinten geschmissen. Ah, das ist auch für einen Grasuk nicht besonders angenehm. Auch wenn der da irgendwie durchaus einiges einstecken kann, aber jetzt gibt es hier auch brutale Schläge auf den Rücken in der Ringecke und dann ab in die Ringecke mit ihr. Da hat natürlich Grasuk dadurch ein Problem, dass er ein bisschen größer ist und ist hier, glaube ich, sogar mit der Schulter gegen den Ringpfosten geschlagen. Wenn nicht sogar mit dem Kopf, das ja Bret Harts Karriere beendet hat. Grasuk jetzt doch nochmal mit einem Comeback, aber Chokeslam. Ja, also aus der MP doch nochmal mit einem kleinen Comeback. Steigt hier jetzt nach draußen. Was will er draußen? Das Match ist ein, er hat es auch selber gemerkt, das hier ist ein ganz normales Match mit ganz normalen Regeln. Das heißt, außen kann man nicht viel machen, außer vielleicht ein bisschen Schaden verteilen. Aber wenn der Gegner im Ring liegt, bringt einem das nichts. Pin-Versuch nach so einem kleinen Move, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Da ist Grasuk doch dann Veteran genug, als dass ihn das nicht beeindrucken kann. Ozzy jetzt langsam aber sich ein bisschen verzweifelt. Was soll ich noch zeigen gegen diesen Mann? Irgendwann muss der doch mal liegen bleiben. Ja, aber da musst du schon ein bisschen mehr auspacken. Zum Beispiel den hier nochmal. Und, reicht das? Eins, zwei, nein!
Da war die Sensation fast perfekt. Da hat der neue Ankömmling Grasuk wirklich in Schwierigkeiten gebracht, der jetzt hier auch wirklich sich sammeln muss, bevor beide dann wieder stehen. Beide wirklich jetzt hier schon definitiv nicht mehr die fittesten, aber Grasuk kommt da wieder hoch. Also das hat ihn zwar beeindruckt, das Ganze, aber er sagt sich, nee. Da musst du doch noch mehr zeigen als das, um mich zu besiegen. Ich steige jetzt erstmal auf die Ringecke und zeige euch mal, was ich so drauf habe. Was kommt da jetzt? Schöner Shoulderblock, hart aus der Ringecke. Das könnte es gewesen sein für Ozil LP. War das das Finale? Zwei? Nein, Ozil sagt, egal was, ich will dieses Match gewinnen. Egal was es braucht, egal was ich machen muss, ich werde hier nicht als Verlierer nach Hause gehen. Aber langsam aber sicher wird das aber auch eng. Also jetzt muss er wirklich sich nochmal zurückkämpfen. Wenn er jetzt nicht langsam aber sicher... Oh, Kick in die Mitte. Wenn er jetzt nicht langsam aber sicher aufwacht, dann ist das Match vorbei. Einfach da hinten fallen lassen und ein bisschen Showboating und zack. Voll drauf, mit vollem Gewicht, einfach auf den reglosen Ozil LP. Das dürfte langsam aber sicher auch das Ende sein für Ozil LP. Der ist hier jetzt wirklich völlig im Eimer. Pin 1, 2, nein. Das ist unglaublich. Also wenn einer bisher Kampf bewiesen hat, dann ist es Ozil LP. Der hat schon so viel Dreck gefressen, der Junge. Steht aber immer noch wieder auf. Sagt hier, ihr könnt mich mal. Ich bleib nicht liegen. Ist mir egal. Und wenn ich morgen mit dem Rollstuhl kommen muss. Jetzt ist hier aber Grasuk in der Ringecke. Will hier jetzt seinen Finish zeigen. Will hier das beenden. Und Spear! Von einem Mann wie Grasuk ein Spear zu fressen. Das war's. Das dürfte es gewesen sein. Eins, zwei... Und das war's. Ozil hat es versucht. Ozil hat echt alles gezeigt. Hat wirklich Kampf gezeigt, Kampfgeist gezeigt. Aber das war einfach zu viel. Der Spear hat ihn in der Mitte einfach komplett auseinandergerissen. Das war's. Tja, ob Ozil sich da nochmal fangen kann, ob Ozil da nochmal eine Chance hat, in diesem Turnier weiterzukommen, werden wir sehen. Aber der erfahrenere Veteran hat einfach... Die Erfahrung hat sich einfach ausgezahlt. Grasuk hat hier einfach, ja, zu großen Teilen des Matches mit Ozil einfach den Boden aufgewischt. Das muss man so hart sagen. Auch wenn Ozil so eine oder zwei Momente hatte, wo es wirklich gut aussah hier nach dem Razor's Edge. Ich nenne das jetzt einfach so, ist mir egal. Der Jackhammer, jetzt habe ich's. Ja, nach den beiden Jackhammers sah es echt gut aus. Da hätte auch einer oder andere wäre liegen geblieben, aber Grasuk hier einfach so eine harte Sau, dass ihn das nicht mal wirklich lange auf der Matte halten konnte. Tja, Ozil, das ist schade. Verdient hättest du es, denn du hast so viel eingesteckt, dass es definitiv einen Sieg verdient hätte. Hier nochmal der Spear wirklich voll hart durchgezogen. Und dann blieb auch Ozil nichts mehr anderes, der wahrscheinlich irgendwo in einem anderen Land war gerade. Ja, damit Grasuk auch einer der Sieger bisher in Runde 1. Wir werden sehen, was in Runde 2 passieren wird, denn dort werden die Regeln ein bisschen geändert. Denn da werden wir die erste Stipulation sehen in diesem Turnier. Bis dahin gucken wir nochmal auf die Tabelle, die sich ja jetzt durchaus verändert hat. Wir tragen ein, Gianna Brother mit 2 Punkten für den Sieg über Shinji. Achso. Und im Ozil LP Grasuk Match haben wir auch 2 Punkte für Grasuk, der das Match für sich entscheiden konnte. Damit ist die erste Runde vorbei. Jeder hat schon mal gekämpft und wir gucken uns mal die Tabellenstand an. Ja, in Gruppe A haben wir Shayna und Gianna Brother ganz weit oben mit jeweils einem Sieg, während Shinji und Timothy jetzt ja Zeigepflicht haben. Die beiden müssen definitiv zeigen, dass sie auch Matches gewinnen können, sonst könnte es wirklich eng werden. Und in Gruppe B haben wir Seppel und Grasuk. Die beiden, die jetzt, glaube ich, sogar in Runde 2 aufeinandertreffen werden. Während Ozil LP jetzt gegen Lazarus ran muss, der ja auch einiges gezeigt hat und auch definitiv ein Matchsieger hätte sein können. Aber am Ende hat es eben für Seppel gereicht. Und wir werden sehen, wer sich die zweiten Siege oder die zweiten Matches für sich entscheiden kann. Es bleibt spannend. Wir werden sehen, was da noch so kommt. Bis dahin, ihr wisst Bescheid. Tschüss.